Hi Leute, hier ist wieder der Thorsten und heute habe ich mal wieder einen kleinen Quick-Tipp für euch. Und zwar geht es vielleicht vielen auch so wie mir. Und zwar habe ich vergessen, an meiner Kamera die Winterzeit einzustellen, also von Sommerzeit auf Winterzeit umzustellen. Bei den meisten Uhren geht das ja mittlerweile einfach automatisch und irgendwie vergesse ich das bei meiner Kamera immer. Und ja, wenn ihr auch so verpeilt seid wie ich und das vergessen habt und ihr habt Bilder gemacht, dann haben die natürlich die falsche Uhrzeit. Also keine Ahnung, ob euch das so wichtig ist, dass die Bilder jetzt wirklich die korrekte Uhrzeit haben, aber ich denke mal, wenn ihr jetzt seht, wie einfach das zum Beispiel hier in Lightroom geht, das zu ändern, dann macht ihr das vielleicht auch. Also ihr habt jetzt zum Beispiel Bilder, wie ich hier jetzt von gestern, da habe ich einfach ein paar Tests gemacht im Studio. Und ja, die haben jetzt eben die falsche Uhrzeit. Wenn ich hier mal draufklicke, dann sehe ich hier 17.46 Uhr. Das stimmt eben nicht. Das war nämlich dann eine Stunde früher. Also mache ich hier erstmal, markiere ich erstmal alle Bilder mit Apfel A oder Steuerung A bei Windows. Oder ihr geht einfach oben auf Bearbeiten und dann alles auswählen. Das ist eben auch der gleiche Befehl. Ja, und wenn ihr die alle ausgewählt habt, dann geht ihr hier oben auf Metadaten und klickt hier auf Aufnahmezeit bearbeiten und dann könnt ihr hier eben einstellen, wie diese Zeit korrigiert werden soll. Also zum Beispiel könnt ihr hier auf angegebenes Datum und Uhrzeit einstellen, dann könnt ihr hier unten selbst eure Korrektur machen. Also ihr könnt hier zum Beispiel in die Stunden klicken und dann einfach hier eine Nummer runter eine Zahl und dann habt ihr hier 16.46 Uhr jetzt in dem Beispiel und das passt dann eben. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einer Reise wart und dann könnt ihr hier zum Beispiel die Zeitzonenanpassung machen, also hier könnt ihr dann plus ja, so viele Stunden eben machen, je nachdem wo ihr dann wart. Oder ihr könnt auch sagen, jedes Bild auf Erstellungsdatum der Datei ändern. Dann wird eben das Datum und die Zeit genommen, ja, wo die Datei erstellt wurde, also auf der Kamera. Und ja, ihr seht, das ist eigentlich gleich, also das ist eher unrelevant jetzt. Wir sagen hier oben auf angegebenes Datum und Uhrzeit einstellen, dann klicke ich hier wieder auf die Stunde hier unten und mache hier einmal den Pfeil nach unten und dann habe ich hier 16.46 Uhr und dann sage ich alle ändern und jetzt werden die geändert. Das geht auch relativ schnell, wie ihr seht, das ist jetzt schon komplett erledigt und wenn ich jetzt hier mal wieder das Bild auswähle und schaue hier in den Metadaten, dann haben wir hier 16.46 Uhr und das stimmt jetzt. Und ja, somit könnt ihr dann eben eure Uhrzeit korrigieren. Das geht dann natürlich auch andersrum. Also wenn ihr dann mal vergesst, von Winter auf Sommerzeit umzustellen, dann könnt ihr eben plus eine Stunde machen und dann ist das auch wieder korrekt. So einfach ist es. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch vergessen habt, die Uhrzeit umzustellen oder ob ich da wirklich der Einzige bin, dem das passiert. Noch ein kurzer Hinweis, falls ihr meinen Newsletter noch nicht abonniert habt, könnt ihr hier auf meinem Blog einfach mal hier rechts schauen. Newsletter abonnieren ist hier ein Feld, da könnt ihr euren Namen und eure E-Mail-Adresse eintragen und dann erhaltet ihr auch einen kostenlosen Download zu dem Thema Fotografie Grundlagen. Und in Zukunft werde ich auch ab und an mal ein Newsletter rausschicken mit anderen Download-Sachen oder eben auch ein paar kleinen Tipps, Bildern und so weiter. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, klickt hier unten mal auf Abonnieren und verpasst ja in Zukunft keine neuen Videos mehr zu den Themen Fotografie und Bildbearbeitung. Und hier rechts an der Seite habe ich noch zwei andere Videos verlinkt. In einem Video geht es um eine Bearbeitung in Lightroom von einem Shooting mit Lena. Also da bearbeite ich eben ein Bild komplett. Und wenn ihr euch für den kostenlosen Download per Newsletter interessiert, dann schaut mal unten drunter. Da gehe ich nämlich da genauer drauf ein und erkläre euch, wie das Ganze funktioniert. Und dann sage ich jetzt wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!